Ja, sehr zufrieden. Ich glaube, vorher konnte ich das nicht glauben, dass ich in jedem Spiel über die ganze Länge auf dem Platz stehe. Umso stolzer macht mich das, dass ich jede Minute mit egal welcher Mannschaft spielen konnte, den Jungs helfen konnte auf dem Platz. Und ich bin wirklich richtig, also sehr stolz auf den Anfang. Ja, also ich will immer Fußball spielen, deswegen mache ich, darf ich den Job oder den Beruf ausüben. Und klar, man braucht auch eine Pause, aber ich freue mich immer wieder, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, um zu kicken, um Spaß zu haben, um zu gewinnen wollen natürlich. Und ich glaube schon, dass das meine Mentalität ist, dass ich halt auf jedem Platz stehen will, egal gegen wen es geht, egal wo es ist und dass ich immer gewinnen will. Ja, man muss sagen, der Markus Anfang hat mich als erstes informiert. Wir hatten, glaube ich, zweimal Training und dann in der Mittagspause hat er mir Bescheid gegeben, dass sich der Herr Kunz informiert hat über mich. Und da war ich schon sehr überrascht und stolz darauf, die Nachricht zu hören bekommen. Und dann, als der Herr Kunz mich angerufen hat nach dem zweiten Training, war natürlich dann die Freude riesig, weil das war dann die endgültige Bestätigung, dass ich da dabei bin. Und ich habe danach direkt meine Familie angerufen und denen es mitgeteilt und die waren natürlich alle stolz. Ja, es ist immer wieder was Besonderes, egal in welcher U-Nationalmannschaft, glaube ich, man spielt. Für das Land zu spielen ist einfach eine Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist. Deine Leistung wird dadurch bestätigt und ich glaube, jeder Spieler in Deutschland freut sich, wenn man das Adler-Trikot anziehen kann. Habe ich nicht mit gerechnet, aber umso schöner war es dann, als es feststand. Ja, mich freut erstmal, dass wir beide Spiele zu Null gespielt haben und beide erfolgreich bestreiten konnten. Und dass wir jetzt natürlich auf dem ersten Platz stehen, ist natürlich umso schöner. Das rundet den Lehrgang oder die Maßnahme nochmal schöner ab. Und es war einfach eine coole Erfahrung und hoffentlich geht es weiter so. Ja, ich hoffe natürlich, egal ob jetzt nicht, ob ich dabei bin oder nicht dabei bin, dass wir das Spiel gewinnen natürlich gegen Wales, weil dann sind wir endgültig, da brauchen wir uns keine Rechenaufgaben stellen, ob wir halt als Zweiter dann qualifiziert sind. Deswegen haben wir es in eigener Hand und ich freue mich natürlich, wenn ich wieder eingeladen werde. Ja, die Fans können von uns erwarten, dass sie wieder eine Mannschaft haben, die über 95 Minuten kämpfen werden und dass die 3 Punkte hier bleiben. Und das Spiel wird wieder ein schweres Spiel. Ich glaube, jedes Spiel in der zweiten Liga ist ein kampfbetontes Spiel und wir müssen halt dagegen halten und dann feuerfrei und let's go.